Willkommen zu Pilot Wings! Ja, ich kann zwar keine 3DS-Spiele spielen oder Let's Playen, aber ich kann euch ja diese alte Perle bescheren, da ja der dritte Teil jetzt für 3DS erschienen ist. Und wir starten mit Pilot Wings 1, der darauf bedacht ist, alles so realistisch wie möglich zu gestalten. Je nachdem, wie das Super Nintendo es zulässt. Und es macht jede Menge Spaß, man glaubt es kaum, eine Flugsimulation. Ihr werdet sehen, schaut es euch an. Okay, alles auf Englisch, ich versuche so gut wie möglich zu übersetzen. Alleine das wird schon lustig genug. Let's start. Trete jetzt im Flugclub bei. Hast du immer geträumt zu fliegen, Mann? Der Flugclub gibt dir die Möglichkeit und alles und challenged und drillt dich und so, ne? Und das ist der erste Schritt, um deine Lizenz zu bekommen. Ja, ganz genau. Lektion 1. Hallo, ich bin Toni und ich bin ein Instructor für Area 1. Unsere Lektion geben dir eine Blabla und wir machen Flugzeug und Fallschirmspringen. Okay, das ist Toni. Es gibt 4 verschiedene Leute, die uns alles beibringen. Es geht jetzt, im Moment, nur darum, das Fliegen lernen. Vielleicht ändert sich das später. Okay, 2 Objekte. Ja, jetzt habe ich es weggeklickt oder was, keine Ahnung. Wir haben jetzt erstmal die Wahl zwischen Flugzeug und Fallschirmspringen. Wie eingangs schon erwähnt. Verlieren wir keine Zeit. Wir können uns jetzt noch die Instruktion angucken, zum Beispiel Manöver. Was müssen wir machen? Aha, Nase runter, Nase hoch. Nicht nur von uns, sondern auch vom Flugzeug. Speed up und speed down. Also eigentlich hört sich ja ganz einfach an. Ist es aber nicht. Aha. Ja, wir können immer maximal 100 Punkte bekommen und wir brauchen, ich glaube, 120 insgesamt, damit wir ins nächste Level kommen. Oder in die nächste Flugstunde. Und da geht's auch schon los. Unsere erste Aufgabe besteht darin, einfach die grünen Dinger einzukollekten und dann zu landen. Das ist hier in der ersten Lektion noch sau einfach, weil wir noch nicht nach links und nach rechts müssen, sondern nur geradeaus. Ja, oben links die Anzeige, weiß gar nicht, was die genau bewirkt. Dann die zweite Anzeige zeigt halt, wie unser Flugzeug, unser Vehikel eingestellt ist. Das dritte ist die Höhe, also in Feet gemessen. American. Sehen wir auch ganz unten rechts. Und jetzt Gas weg. Das Gas ist das nächste, was jetzt runter geht auf Null. Zack, zack, zack. Und dann Time und ja, Fuel ist halt Benzin, ne? Also wenn es leer ist, kacken wir ab. Und ich glaube, das dürfte perfekt sein. Mal sehen, was Toni zu meiner Leistung sagt. Schaut ihn euch an. Wow, what a knockout. Let's go. Okay. Okay, 100 Punkte, brauch nur noch 20. Du hast dich schon fast qualifiziert. Mhm. Also continue und die Punkte, wir müssen 20 Punkte erreichen und ich habe trotzdem das Maximale anvisiert. Dazu müsste ich alle Ringe durchfliegen und die 70 treffen und links, die bewegende Plattform, die bringt einen zu einem Bonus-Level, da können wir Bonuspunkte erstatten. Wir können auch so schaffen, aber beim Fallschirmspringen ist es sehr schwer, diese Bonus-Level Dings zu erreichen. Bei späteren Disziplinen, die wir noch in diesem Part sehen werden, sieht es auch anders aus. Okay. Wir können uns natürlich hier auch drehen und wenden, um die Ringe einzukollekten. Ich zeig's euch. Uah, oh mein Gott! Aber wir müssen auch ein bisschen steuern. Ein bisschen gucken. Push A, the open. Wo ist A? Wo ist A? Scheiße. Nee, da sollte man keine Witze machen, weil wenn wir halt zu blöd sind, ja, dann klatschen wir halt auf den Boden auf. Das ist eher uncool. Die bewegende Plattform kriege ich eh nicht hin. Ich will die 70 wenigstens. Nein! 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 Oh, fuck! Oh, erstens mal sind wir unglücklich gelandet und zweitens mal nicht auf der 70. Ah, dafür gibt's nur 80 Punkte. Wundervoll! Oh Gott. Congratulations! Du hast dich nun zertifiziert! Yay! Spielende! Also bis zum nächsten Projekt und ciao! Nee, Lizenz A war das nur. Ich habe mir immer vorgenommen, jede Stage ein paar zu machen und nicht 15 Minuten. Aber die erste Stage mit Toni ist zu
schnell rum. Deswegen machen wir weiter mit dem zweiten Level. Shirley! Mein Name ist Shirley! Und ich bin deine nächste Lehrerin und zeig dir jetzt Jetpack, Mann! Wenn du fliegst, ja, dann drück doch L und R, Mann, um mehr zu sehen, du Depp! Aha, okay. Ja. Alles super. Oh mein Gott! Ich zeig's euch direkt. Jetpack! Rocket Belt. Das ist wirklich die einfachste, weil man da am meisten unter Kontrolle hat. Flugzeug haben auch noch viel unter Kontrolle, das stimmt. Und beim Fallschirmspringen, tja, dann muss man halt Geschick beweisen. Aber es kommt später noch, Gleitefliegen, Drachenfliegen. Und das ist eine Katastrophe. So, jetzt will ich die Mega-Herausforderung. Und zwar, ich will auf dem Bonus-Ding landen. Das ist sauschwer eigentlich. Aber die Plattform ist groß genug, denke ich. Ja, ich weiß, wie hoch ich bin, Mann. Alles bestens. Komm schon. Exzellent. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und da gibt es auch eine Bonus-Stage. Da haben wir ein super tolles Flugobjekt und zwar... Flügel. Okay, dann gucken wir uns das lieber so an. Und wir können uns Bonuspunkte holen, indem wir auf P landen. P wie Points. Oder wie Penis. Nee, Spaß. Oh mein Gott, das geht steil. Wow, Leute. Wow. Ah, 10 Punkte. Nein. Ich will nicht ins Wasser, Mann. Dann krieg ich einen Anfall. Oh Gott. Na gut. Und dann wollen wir jetzt wenigstens hier... Ich versuch's hier in die 30. You can do it. Ich habe voll Power gedrückt. Na komm, dann ab in die 15. Jawohl, da haben wir schon sau viel Punkte. Ich glaube, wir haben fast schon alle, Mann. Schade, dass sie nicht so beeindruckt guckt, wenn man einen Bonus-Level gemacht hat. War es Glück oder war es Skill? Mann, es war Skill, Alter. Schon 125 Punkte. Ich brauche nur noch 95. Wenn ich jetzt eins perfekt mache, dann brauchen wir die letzte Disziplin gar nicht. Aber wir werden sie trotzdem machen. Ich greife mal wieder zum Fallschirmspringen und es wird natürlich von Level zu Level ein Hauch schwieriger. Diesmal ist die Plattform wohl, die bewegende Plattform, nicht so wirklich das Wahre. Auch wenn man ein anderes Bonus-Game spielt, ich weiß gar nicht, was war, da hat, ist man irgendwie eine Robbe und so ein Scheiß, ich weiß nicht mehr. Es ist schon so lang her. Aber mit dem Fallschirm kann ich nicht auf dem Ding landen. Okay, jetzt sind die Ringe ein bisschen anders und schwieriger. Und mehr vor allen Dingen. Oh mein Gott! Das war dumm. Sergeant, wir haben ein Problem! Nein! Okay, scheiße, ich muss doch drücken. Oh. Fuck. Hab ich wieder vergessen. Natürlich können wir auch baden gehen. Und wenn später mal was nicht klappt, dann kann ich mich auch mal absichtlich... Oh Gott! Das sieht riskant aus hier, was ich hier mache. Es scheint aber zu klappen. Ach, schon wieder so eine Bruchlandung. Aber auf die 70. Schon mal ein Erfolg. Leider noch nicht genug Punkte, 82. Ah, dein Skill ist beeindruckend. Na, hör mal. Wenn du mich näher kennen würdest. Hört da nur noch das Flugzeug und da fehlen nur noch einige wenige Punkte. Wir müssen drei Ringe durchschreiten. Und jetzt müssen wir mal drauf achten, ich gebe jetzt Vollgas. Ihr seht es oben, mittig, rechts, ja. Da steht jetzt 99, wir können Gas weg und Gas zugeben. Wir müssen nicht gedrückt halten, das ist das Schöne. Sondern hoch und runter fahren das Gas. Und jetzt landen und das auch noch... So schepp. Aber hey. Ich bin ein Gauner. Na gut, wenn wir so viel Gas weggeben, dann... Wah! Fuck. Oh, alles Hardrock. Gibt's natürlich auch eine Bruchlandung. Gerne. Und mittig? Jawohl, je mittig, desto besser. Ja, das war natürlich eine super Landung. Shirley, was sagst du dazu? Wieso guckt? 95. Schade. Bei 100 gucken sie dann natürlich immer ein bisschen anders. Fantastisch!
Ich würde es nicht glauben, wenn ich nicht sehen würde. Oder? Ich kann... Ach, mein Englisch. Egal, hey. 302 Punkte von 300 möglichen. Geil. Du wirst sehr gut werden. Lizenz B! Mein Passwort ist auch dabei. Yay! Ich freue mich wie eine Sau. Weiter mit der Lixen-Lektion. Geht's im nächsten Part. Leute, bis dann und ciao.